Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Melody und ihren Kindern, die sie sich wahrscheinlich erstmal wieder vorstellen muss, weil dieser Bug wahrscheinlich niemals behoben wird. Hilfe. Weil das Kind stinkt absolut und das sollte vielleicht behoben werden. Victor Feng ruft an und möchte mit Angel sich besser kennenlernen. Ist okay. Das ist mein Kind. Ich kann die empfehlen. Aber die Sally hat noch gar kein Unstyling bekommen. Deswegen werden wir uns darum jetzt auf jeden Fall als erstes kümmern. Wieso ist mein Akku von der Kamera schon wieder fast leer? Ist sehr gemein. Warum hat der Chaos eigentlich so geleckt? Keine Ahnung und ich würde es gerne anders haben. Mal schauen, ob wir heute schon das Kind erwarten, denn Melody ist ja schwanger. Oder ob wir noch ein bisschen warten müssen. Ups, ich habe den Kuchen vergessen. Zeit für einen neuen, I guess. Aber ich meine, wer kann es mir verübeln? Im letzten Part war ich sehr gestresst. Sage ich mal. Das Kind stinkt auch komplett. Ja, die Kinder sind halt leider ein bisschen verwahrlost, nachdem wir uns nicht schwängern lassen haben. Das wird jetzt erstmal wieder besser, solange wir schwanger sind, weil da kann sowas nicht passieren. Sie hat einfach schon zwei Fähigkeiten gemaxt, ohne dass ich irgendwas getan habe. Adam, du krasser Typ. Ich weiß doch ehrlich gesagt nicht, wieso die beiden wach sind. Ich habe sie ja nicht schlafen geschickt, aber macht ihr mal. Ist kein Problem. Hier fliegt die ganze Zeit so eine Fliege rum und die stresst mich komplett. Oh, hier oben haben sich schon wieder Wollmäuse gebildet. Huch. Melody mag kochen. Das finde ich sehr realistisch. So, der kleine Mann muss jetzt auf jeden Fall nur noch formen. Das ist doch schön. Seht ihr das, was ich auch sehe? Voll schlau, dass man dann, dass das hier dann so runtergeht, wenn man meditiert. Dann kann die Frau wieder auf Hochtouren sein, wie man sich das so wünscht als 82-fache Mutti. Jackies Einsatzschülerin. We love it. Aber wir brauchen erst einen neuen Kuchen. Aber eigentlich könnte Sally den machen, weil ihr wollte ich eigentlich die Kochenfähigkeit beibringen, dass wir wieder ein bisschen mehr zu essen haben. Aber Jackie style ich natürlich dann erst um, wenn die beiden Kleinen auch älter sind, weil die brauchen ja auch nicht mehr viel und dann ist es nicer, wenn man dann halt alle drei zusammen im Creator Sim hübsch macht und so. So, sie macht sich jetzt selber Kerzen drauf. So, und jetzt wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe. Sporttag des Cheerleading-Teams. Ich glaube nicht, dass uns das gerade interessiert. Meine Kamera ist ausgegangen. Once again. Jackie ist übrigens kreativ. Möchte Renaissance-Sim werden. Ja, Machan chillt einfach an unserem PC. Wenn er sonst keine Hobbys hat, soll er das gerne tun. Yay! Er ist auch soweit. So, alles Gute zum Geburtstag. So, du bist kreativ. Wieso sind alle kreativ? Und motorisch. Okay, hier hinten dauert es noch einen Moment. Aber Level 3 der Kochenfähigkeit. Sehr schön. Erstmal auf dem Boden Hausaufgaben machen. Eine Beziehung eingehen. Das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Sieh so, ich gehe erstmal einen Berglauf machen. Im zweiten Trimester. Ich finde es auch gut, dass wir hier alle noch mitten in der Nacht um 1 alle wach sind. Oh nee, dann ist ja wieder Wochenende. Ich hasse Wochenende. In diesem Spiel
In dieser Challenge zumindest. Hö, wieso ist sie denn schon mitten in Level 3? Ich habe gar keine Benachrichtigung darüber bekommen. Dann hör auf. Und dann umarm hier nochmal deine Dinger, dann hast du nämlich auch überall Level 3. Guck mal, so schnell kann's gehen. Dann soll Moody ja mal aufstehen und mit dir Geburtstag feiern. Sie wünscht sich ein Kind zu haben. Jawohl. Das ist genau das, was wir uns auch wünschen. Sie ist ein bisschen skeptisch. Aber das ist okay. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe. Yeah, und sie ist Kleptomanin. Na, wenn das mal nicht was ist. Und sie ist sozial. Dann auf geht's, ab geht's. Diesmal hat es komischerweise nicht gelaggt, aber ich beschwere mich, glaube ich, auch nicht. Die beiden großen Mädels sind auf jeden Fall hier schon schön fleißig. Die kleinen beiden sind am Pennen. Und Melody ist wie immer am Strecken. Wie halt wirklich legit immer in ihrer Freizeit. Weil das die Sensenmann-Gitarre ist, kommt dieser Rauch hoch und ich habe mich gerade kurz erschrocken, warum das so ist. Aber ja, das erklärt natürlich einiges. Ich finde aber, bei den großen Mädels sieht man voll, dass sie Melodies Kinder sind. Also sie haben natürlich auch andere Einflüsse, aber gerade so was den Körperbau und so angeht, sieht man das übel. Aber hey, sie macht voll schnell voll weite Fortschritte. Ich bin voll stolz auf sie. Einfach Level 3 der Gitarristfähigkeit. Wir sagen hier mal lieber nein, weil ich finde es irgendwie blöd, wenn wir noch mehr Geld hätten. I don't know, gerade in Anführungszeichen strugglen wir ja auch mal ein bisschen. Deswegen, also wir nehmen das Angebot einfach mal nicht an. Wow. Dieser Tag ist so produktiv für diese Sims hier heute. Das ist crazy. Aber das haben wir uns ja auch mal verdient, dass man hier mal ein bisschen was erreicht. Und jetzt, wo wir auch im dritten Trimester sind, würde ich sagen, ist es dann auch mal Zeit, den Part zu beenden. Denn dann können wir ganz in Ruhe im nächsten Part das Baby bekommen. Und ich bin gespannt, wie viele es sind. Und ich bin auch gespannt, ob es dann letztendlich Werwölfe sein werden. Ich würde jetzt mal behaupten, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und tschüss!